Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Roysters Video hier auf meinem Kanal, Leute. Es gibt mal wieder ein sehr, sehr wichtiges Video heute Abend zum Abschluss. Und zwar gibt es heute die allerersten neuen Infos zu dem wahrscheinlich neuen Brawler im Brawl Stars. Das will ich euch heute in diesem Video vorstellen. Aber davor, Leute, würde es mich wieder sehr, sehr freuen, wenn wir auf diesem Video direkt mal die 1500 Daumen nach oben knacken würden. Und abonniert jetzt natürlich gerne schon mal kostenlos meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und übrigens, heute um 14 Uhr kam schon ein richtig geiles Brawl Stars Video. Das haben viele von euch noch nicht gesehen. Das könnt ihr gerne nochmal hier auschecken. Das ist wirklich ein Must-Watch. Wenn du dieses Video noch nicht geguckt hast, dann hast du echt was verpasst. Also gönn dir es auf jeden Fall mal. Nach diesem Video natürlich. Also Leute, was kann ich euch Neues sagen? Und zwar sind die allerersten Leaks indirekt aufgetreten. Und zwar von Brawl Stars direkt. Ihr wisst es ja, vor einem Monat, als Rosa rauskam, wurde tatsächlich circa einen Tag vorher, bevor der Brawl Talk kam, etwas auf deren TikTok-Kanal gepostet. Und zwar haben die da irgendwie einen Supercell-Designer gepostet oder irgendein Supercell-Designer hat einen Brawler gepostet, den er gerade gezeichnet hat. Und das war dann im Endeffekt Rosa. Die wurde dann einen Tag vorher schon geleakt. Und heute wurde auf den Social-Media-Kanälen von Brawl Stars ein Video gepostet. Das werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Wir sehen dort Frank, er ist in so einer Art Schallspielladen, Schallspielerladen, keine Ahnung was. Und geht da so ein paar Schallplatten durch. Und auf einer Schallplatte sehen wir einen Brawler, den wir noch nicht kennen. Beziehungsweise wir sehen einen Brawler, der uns ein bisschen bekannt vorkommt, aber es kann eigentlich nicht der Brawler sein, der es ist. Und zwar ist das der neue Brawler Simon. Ihr seht dort Simon und Karl abgebildet, auch mit der Unterüberschrift. Und wenn wir jetzt hier einfach mal schauen, wenn wir jetzt hier einfach mal Brock im Vergleich uns angucken, das ist nicht der normale Skin von Brock hier, wenn wir uns Brock im Vergleich einfach mal angucken, sieht er tatsächlich extrem, extrem ähnlich aus. Und was jetzt die Theorie von sehr vielen Leuten ist. Rosa ist die Schwester von Shelly oder, keine Ahnung, die Oma oder sowas. Viele sagen ja auch, das ist die Oma, aber die sind auf jeden Fall verwandt. Und Simon ist der Bruder von Brock. Jetzt ist die Frage, Leute. Was kann Simon? Was wird er für eine Rarität haben? Also, Leute, meine Vermutung ist tatsächlich, dass Simon ein neuer epischer Brawler wird. Ich erzähle euch mal ganz kurz, warum. Also, der allererste Brawler, beziehungsweise der Brawler, der im Dezember dazu kam, war Leon. Danach kam Genie dazu, danach kam Karl dazu und danach kam Rosa dazu. Heißt, wir haben legendär, wir haben mythisch, wir haben super selten und wir haben selten. Aber episch wurde ausgelassen. Und ich gehe davon aus, dass Simon ein epischer Brawler wird. Es ist leider nicht viel zu ihm bekannt, wir haben nur dieses eine Bild von ihm. Ich werde mal jetzt einfach mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, morgen wird der Brawl Talk kommen. Das ist meine Vermutung, denn gestern bei Rosa war es auch so, dass ein Tag vorher Supercell so leichten Leak rausgehauen hat. Und der Tag danach, da kam dann der Brawl Talk online. Also seid, wie gesagt, am Start morgen, wird ein Video kommen. Es kann tatsächlich sein, dass dieses Video dann von mir aus dem Zug kommt, weil ich morgen früh mit dem Zug einen Freund in Aachen besuche. Also es wird ein bisschen chaotisch sein, trotzdem wird morgen ein Video dazu kommen. Ich hoffe einfach mal, ich kann mich dann morgen früh, morgen Mittag, keine Ahnung wann, auch wieder auf meinem Kanal begrüßen. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung zu dem lieben Simon in die Kommentare. Bis dahin, Leute, euer Clash Games und ciao, ciao.